Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Hier ist wieder eure Tanja. Ich habe einen Kundenauftrag und zwar soll ich dieses Gästebuch zum 50. Geburtstag ganz einfach gestalten und das soll eine Geschenkbox werden, passend. Natürlich möchte ich euch heute wieder mitnehmen, wie ich das Ganze gestalte. Wird aber was ganz Einfaches sein, aber wenn man mal eben was Schnelles braucht, ist das natürlich auch ein schöner Gestaltungstipp. Viel Spaß beim Nachbasteln. Als erstes nehme ich etwas Serviettenkleber und ich fange mit dieser kleinen Box einmal an. Das geht relativ schnell. Erst gestalte ich den Deckel. So, den Deckel habe ich fast fertig. Dann nehme ich jetzt den unteren Teil. Auch den gestalte ich mit Strohseide. So, jetzt habe ich die untere Schachtel auch fertig gestaltet. Jetzt können die beiden Schachteln erstmal trocknen. Jetzt nehme ich mir eine Heißklebepistole und nehme mir ein Holzfahrrad und setze das in der Mitte einmal auf. So, jetzt habe ich hier mein Gästebuch. Das werde ich jetzt auch mit Strohseide gestalten. Dafür nehme ich Serviettenkleber. So, jetzt gestalte ich die Rückseite. Man kann das übrigens auch rausnehmen. Habe ich jetzt gerade festgestellt, wo ich am Ende bin. So, jetzt nehme ich noch mal mein Fahrrad. Nehme noch mal ein bisschen Serviettenkleber. Und verteile ein bisschen Kies. Das gleiche mache auf der Rückseite auch noch ein bisschen. Jetzt kommt hier noch eine 50 drauf. So, das ist jetzt mein fertiges Gästebuch. Wie ihr seht, also ich habe jetzt hier noch ein Schleifchen dran gemacht.
Hier habe ich die 50 aufgeklebt. Innen drin das braune Blatt habe ich rausgenommen, weil ich finde das mit dem weißen Hintergrund finde ich sehr schön. So schaut es von hinten aus. Und so schaut das kleine Geschenk dazu aus. Ja, das war mein heutiger Basteltipp. Wie ihr seht, kann man mit wenig Materialien auch was Schönes herzaubern. Ich sage bis zum nächsten Mal, eure Tanja.